Wenn ich aufhöre, möchte ich die erfolgreichste Radsportlerin aller Zeiten sein. Und da ist der Weg auch das Ziel. Aber manchmal bekommt man aber nicht das, nur weil man es will. Am 20. Mai 2009 bin ich nach Hause gefahren, bergab. Und hat ein Fahrzeug mir einfach die Vorfahrt genommen und hat mich geschnitten. Und ich konnte nicht mehr ausweichen und bin dann in die Heckscheibe reingefahren. Du wachst aus dem Koma auf und stellst es mal fest, oh Gott, wo bin ich hier denn eigentlich? Hier piept's. Und du realisierst gar nicht richtig, was eigentlich passiert ist. Man hat im Leben allgemein immer Höhen und Tiefen. Diese waren vielleicht ganz besonders tief. Jetzt habe ich Narben an den Schultern und ich habe meine dritten Zähne. Es hat emotional viele Tage gegeben, wo ich niedergeschmettert war. Wo ich natürlich auch einfach dagelegen und geweint habe. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben fordert uns gerne heraus. Um zu testen, um zu sehen, ob das, was wir wollen, es wirklich wert ist, dafür zu kämpfen. Ich hatte nie Zweifel. Ich wollte das immer. Ich habe mich für den Weg entschieden und ich wollte das mit aller Konsequenz durchziehen. Wenn man seinem Körper sagt, wir schaffen das, wir können kämpfen, dann sich durch die ganze Phase des Körpers hindurch bewegt, überall hingeht und dann kann man das auch. Das Rennen um die Goldmedaille im Sprint der Frauen hat begonnen. Christina Vogel nutzt die ganze Breite der Bahn. Absolute Konzentration. Vogel mit einem Mega-Endspurt. Das wird ganz eng werden. Sie kämpft das Rad über die Linie. Das reicht. Vogel hat es geschafft. Was für ein Endspurt. Ihr erstes Einzelgold bei Olympischen Spielen. Die olympische Goldmedaille im Sprint habe ich nicht gewonnen, weil ich die schnellsten Beine hatte. Du gewinnst nur, wenn es auch im Kopf stimmt. Goldmedaillengewinnerin und Olympiasiegerin! Verfolge deinen Traum, egal was kommt.